Come on, push, push. Let's go. Let's go. That's what I'm talking about. Oh, you good? God damn, wer hat plötzlich bei dem Bre das Kabel gezogen? That's what I'm talking about. Genauso fühle ich mich auch nach dem ersten Training. Naja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und diesmal pünktlich um 14 Uhr. Ja, yeah! Wir haben es geschafft. Jawohl. Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Endlich wieder gesunde Uhrzeiten. Ich wusste doch, ich werde es schaffen. Wäre mies peinlich, wenn ich jetzt doch irgendwie reingekackt habe und das Ding zu spät kommt. My brother was just trying to fix his back. Okay, was zum Teufel ist das für eine Maschine? Das sieht aus wie ein Foltergerät. Back. Put your phone down. You're gonna break it. Oh shit. Er wollte seinen Rücken durchknacken und hat stattdessen sein Genick durchknacken lassen. Ich sag doch, dass es eine Foltermaschine ist. Wer erfindet das? Was soll das bringen? Das Ding wurde von der Matrix geschaffen, damit Leute dabei draufgehen und die Weltbevölkerung schön klein gehalten wird. Sorry, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Wenn du mal eben vergisst, dass du 150 Kilogramm wiegst. Der dachte wirklich, jemand fängt ihn auf. Und der ist am Stage-Diven. So, die Leute werfen ihn auch noch so hoch danach, als wäre er der Held. So, hey, hey, hey. Ja, das hat jetzt wohl nicht so gut geklappt. Die Gesichter sagen alles. Aber wieso hat er das auch versucht? Also, Bro, wenn ich 150 Kilo wieg, ich weiß doch, dass das Letzte, was ich tun werde, ist, mich von einer Bühne zu schmeißen auf eine Menschenmenge. Wieso? Das war doch jedem klar, dass niemand ihn auffangen will. Das Schreien am Ende war auch kein Jubel, sondern das war wirklich aus Angst schreien. Die standen original so da unten, als er angeflogen kam. In meiner Erinnerung waren die Teenage Mutant Ninja Turtles bisschen fitter unterwegs. Oh mein Gott! Ich habe diesen Typen entdeckt und der ist gerade so entspannt am Fortnite zocken. Das ist irgendein amerikanischer Streamer und der Bre rastet gleich so aus und ist so sauer, dass er plötzlich anfängt Deutsch zu reden. Wort zu meiner Mutter, ich werde dich ficken, Bro. Was in der Gorilla-Scheiße hat mich gekillt? Ey, was eine Legende. Das hat sich so lustig angehört. Bleib stehen! Was in der Gorilla-Scheiße? Bleib stehen! Wieso kann der besser Deutsch als die 13-Jährigen auf TikTok heutzutage? Einfach der deutsche Speed. Und ich sag euch ehrlich, auf was die Jungs im nächsten Clip gekommen sind, ist echt wieder bodenlos. Natürlich sind sie in den Walmart in ihrer Nähe gegangen und haben sich auf allen Boxen connected, die dort standen. Die arme Mitarbeiterin, die noch gleich an der Unfallstelle hochgenommen wird. Oha. Das hat sogar der andere Laden 5 Straßen weiter gehört. Die Leute, die dort gerade drin einkaufen waren, dachten, jetzt kommt Erdbeben oder irgendwas. Die anderen sind schon so mit beiden Händen unter die Tische gesprungen aus Angst. Das war gut, aber ihr müsstet das mal während der Nachtschicht machen. Schön um 1, 2 Uhr, wenn der Laden leer und leise ist. Der erste Mitarbeiter an der Kasse ist schon am Pennen mit so Kruste im Auge, am Sabbern und dann volle Kanone geben. Beste Werbung für die Lautsprecher. Die halten auf jeden Fall ihr Versprechen und funktionieren 1A. Und ich weiß auch direkt, was ich niemals hören werde auf diesen Lautsprecher. Und zwar Instagram-Rapper. Kleine Kinder-Rapper, die plötzlich krass sein wollen. Newcomer, die man gehört haben muss. Naja, dann zeig mal her. Und was meint er jetzt mit Newcomer? Newcomer in der Rap-Szene oder Newcomer, weil die drei Jungs doch vor ein paar Monaten erst auf die Welt kamen? Bruder, du bist neue Generation, weißt du, wer erwartet das von dir? Oder was erwartest du? Ja, Mann! Ich zeig dir, Bruder! Ja, Mann! Zähle mein Money, man ist late, nur mal erwarte ich, mein Kritz ich ballere deine Fresse an dich! Ich hab geflext, bin der Bälle und so fett steht, die mich mit 1000 Freunden und mir gefällt und deine Ex sind weg! Wenn sogar dein eigener Kollege realisiert, wie scheiße das hier eigentlich gerade alles ist, dann solltest du es auch wirklich lassen. Ist die Tasche mit dir, für die Chance of Girls, aber das gleiche, dann mit dir auch bei Mama ist einfach typisch. Ey, was ist los? Ich kriege Pumps, renn vor ihr die Funk an, büßes Dossi, ich behalte an, Schubacker in meiner Funk. Welche Sprache spricht er eigentlich? War das Deutsch? Ich habe kein Wort verstanden, das war niemals Deutsch.
Never. Deine Bitch schreibt mir jetzt und du willst mehr Lativa. Wo lebst du eigentlich bei mir gechillt? Du willst Batman, ich bin nicht geil auf dich. Was? Gut dann. Oh Gott. Was haben meine Augen und meine Ohren hier gerade erlebt? Das war das goofigste Video, was ich diesen Monat gesehen habe. Er denkt auch jetzt hier, Rapper, Mapper, mit hier diesen Plastikketten und der Plastik-Rolli und dieser Fake-Fugazi-Gucci-Tasche aus Türkei für 5 Euro vom Bazar. Brooklyn 03, das ist meine Hood, das ist mein Ghetto, hier bin ich groß geworden, leg dich nicht mit uns an, Frischling. Ey, die Jungs sind wirklich andere Welt, ne? Als ich dachte, es gibt nichts Schlimmeres als kleine Jungs, die rappen, yeah. Doch, leider gibt es natürlich etwas Schlimmeres. Wenn eine Person sich bei dir nach sehr langer Zeit wieder meldet, obwohl eigentlich schon längst Schluss ist, ist das hier, was du sagen solltest. Let's go. Ruf mich nicht mehr an, wenn du denkst, dass du mich liebst. Das Girl an deiner Hand sieht aus wie meine Kopie. Baby, wir sind so dann. Ja, eigentlich ganz okay. Sie hat nicht reingeschissen. Aber das Ding ist, ich kann hier nichts Ernstes verwerten. So, ich kann jetzt keinen Clip verwenden und dann sagen, dass ich es feiere, ohne mich darüber lustig zu machen. Deswegen habe ich die Version von ihr nochmal abgeändert. Wenn eine Person sich bei dir nach sehr langer Zeit wieder meldet, obwohl eigentlich schon längst Schluss ist, ist das hier, was du sagen solltest. Let's go. Ja, Mann, das ballert schon viel mehr. Geil, richtig authentisch auch. Meine Lieblingsline war diese hier. Damn, das geht unter die Haut. Boah, Gänsehaut am ganzen Körper, wow. Klasse, deep. Alle Jungs, die schon mal eine Freundin hatten, werden das hier fühlen. Kennenlernphase. Bist du sicher, dass du keinen Döner willst? Ja, danke, passt schon. Hast du wirklich keinen Hunger? Nein. Oh, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ich weiß. Lass mich in Ruhe. Ja, Mann, immer diese Filme. Nein, nein, ich will nichts essen. Dabei sieht sie schon gefühlt so aus. Ihr Magen ist am Knurren wie nichts. Die Arme hat seit 5 Tagen nichts gegessen, aber macht einfach so weiter, weil süß und so. Ist süß, wenn sie nichts isst. Alles klar, dann isst nichts. Ist okay, dann isst nichts. 5 Monate Beziehung. GG's erstmal, wer überhaupt so lange aushält. Bruder, ich schaue mein Leben. Fick dich! Also erstens, das ist 100% true. Ich weiß noch, meine erste Freundin damals, keine Ahnung, ob das an mir lag oder keine Ahnung, also. Aber sie wurde wirklich von Monat zu Monat mehr zu einem richtigen Teufel. Ihre Haare wurden plötzlich von blond zu braun bis hin zu schwarz. Und wirklich, als die Haare schwarz waren, am Ende war vorbei. Sie ist wirklich zu einer richtigen Psychopathin geworden. Und zweitens, what the fuck hat ein Dönermann mit dem Döner angestellt? Hat der da ganze Scheiben draufgepackt? Junge, das sieht so aus, als wären da Socken im Döner. Was ist das? Der hat so halbe Steak-Dinger da reingeklatscht. Ich schwöre, Dönerladen werden immer dreister. Früher habe ich so ein perfektes Ding für 3,50 Euro auf die Hand bekommen. Alles frisch, knuspriges Brot, geiler natürlicher Salat, Bombensoßen und majestätisches Fleisch. Und heute? Man zahlt 10 Euro für Döner, die spucken da rein und schneiden nicht mal das Fleisch. Fleisch schneiden kostet extra, Bruder. Korrekt, Mann, danke. Broaches, type in sch... What is you doing? You just typing shit. You ain't got no credentials coming in. What's wrong with you? You just steady typing. Was versucht er da? Der denkt, er kann so Cheatcode wie in GTA aktivieren, dass auf einmal Millionen aus dem Automaten spawnen. Der versucht gerade wirklich den Code zu knacken, ne? Der schreibt gerade E-Mail an den Präsidenten, wo denn das Bürgergeld bleibt. Wells don't know you or Fargo. What's wrong with you? Oh Gott, ey, was für eine verlorene Seele. Genau das passiert mit euch, wenn ihr zu lange TikTok guckt. Es ist ja gerade Winter. Und was darf natürlich nicht im Winter fehlen? Richtig, eine Schneeballschlacht. Und Schneeballschlachten machen immer richtig Bock mit den Homies. Solange man keinen Schneeball in die Fresse bekommt zumindest. Naja, und solange es nicht diesen einen Typen gibt, der immer übertreiben muss.
Das sind die Ehrenlosen. Die pressen wirklich den Schneeball für eine halbe Stunde, dass es am Ende gefühlt ein Stein ist. Also das Ding ist wirklich so hart wie ein Stein und man kann damit Leute töten. Und dann gibt's noch eine Stufe schlimmer, und zwar die Leute, die dann noch so kleine Kieselsteine in den Schneeball packen. Bro! Junge, was ist denn los mit euch? Bruder, wir wollen doch nur normal eine Schneeballschlacht machen und die müssen andere Leute direkt töten. Naja, Freunde, falls ihr nicht so ein Ding an den Kopf bekommen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out!